Hallo liebe Fußballfans, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Reviersport Spezial. Heute auf dem Programm Schalker Fanfriedhof, KFC Uerdingen, einen Saisonrückblick mit Felbert und Rot-Weiß Essen und die Zweitvertretung der Profivereine. Als erstes jedoch der Schalker Fanfriedhof. Unlängst sträubte sich ein katholischer Friedhof in Dortmund, den letzten Wunsch eines verstorbenen Jungen zu erfüllen. Am 7.12. wurde in Gelsenkirchen nun das Schalker Fanfeld eröffnet. Schalke-Fans können sich nun nahe der Felddienstarena beerdigen lassen. Makaber oder nicht, wir haben uns umgehört. Nach knapp 5 Jahren Planung und Bauzeit wurde das Schalker Fanfeld am 7. Dezember 2012 eröffnet. Trotz eisiger Temperaturen und Schneefall fanden die ersten Beisetzungen statt. Ein verstorbener Fan wurde sogar umgebettet. Normalerweise lehnt die Kirche ein solches Vorhaben kategorisch ab. Die letzte Ruhestätte sei heilig und solle nicht gestört werden. Was hält der Bürger davon? Wer da Spaß dran hat und meint und ist ein gefleischter Schalker, der soll sich da gerne beerdigen lassen. Ja, wer es braucht, ist ja jedem selbst überlassen. Also ich meine, es ist ein bisschen eigenartig, ich würde mich da nicht beerdigen lassen, aber das muss jeder selber wissen. Für mich wäre es nichts, aber okay, für die echten Fans. Warum nicht? Fan ja, aber so weit reicht's nicht. Viele Menschen sehen das kritisch. Doch der eingefleischte Fan reserviert jetzt schon eines der genau 1904 Gräber. Eben blau und weiß ein Leben lang. Ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Für alle Fans und Anhänger, ne? Als eingefleischter Schalker Fan kann man auch einen Fanfriedhof haben. Warum sollten wir das denn nicht können dürfen? Also wenn jemand so großer Fan ist, dann sollte man sich auch auf dem Friedhof begraben lassen. Ja, finde ich eine gute Sache. Ja, auf jeden Fall. Unterm Strich finden wir, ist das Schalker Fanfeld eine gute Idee. Wer seinem Verein auch nach dem Tod die Treue schwört, der findet sicherlich seinen letzten Frieden auf dem blau-weißen S04 Friedhof. Mit fast 20 Punkten Vorsprung steht der Meister der Oberliga Niederrhein schon so gut wie fest. Welche Ziele steckt sich der KFC Uerdingen für die kommenden Jahre? Meine Kollegen Patrick Ratzke und Jonas Niersmann sprachen mit den Verantwortlichen. Der KFC Uerdingen ist die Mannschaft der Stunde. Als Tabellenführer in der Oberliga Niederrhein mit 19 Punkten Vorsprung vorm Tabellenzweiten SC Kapellen Erft ist dem KFC der Aufstieg in die Regionalliga schon jetzt kaum noch zu nehmen. Am letzten Spieltag vor der Winterpause ging es im heimischen Grotenburg-Stadion gegen Schwarz-Weiß Essen. Torschütze beim 1:0 Heimerfolg war mal wieder Uerdingens erfolgreichster Torschütze Issa Issa, der seinen 21. Saisontreffer markierte. Ich glaube, dieses Jahr oder schon allgemein jetzt in Siegener Zeit war es erfolgreich. Natürlich jetzt in Uerdingen überragend für die ganze Mannschaft, für die Fans. Für mich persönlich auch ganz gut, aber es ist natürlich auch die Arbeit von der ganzen Mannschaft und vom Trainer natürlich. Die Uerdinger sind also kaum noch zu bremsen. Nach 20 Spieltagen geht es ungeschlagen bei nur 2 Unentschieden in die Winterpause. Zeit, sich schon Gedanken über die Zukunft zu machen. Aber das Ziel ist klar gesteckt. Sicher aufsteigen, natürlich Regionalliga, und dann möchten wir eine gute Rolle spielen. Wir werden uns sicher auch noch den einen oder anderen Verstärkung holen, obwohl die Mannschaft sehr intakt ist. Und dann greifen wir auch an. Wir werden natürlich im ersten Jahr, müssen wir auch die Liga kennenlernen, sicher einen guten einstelligen Tabellenplatz wahrscheinlich planen. Das müssen wir jetzt nochmal gucken, wie die zweite Runde wird und was wir für Verstärkung bekommen. Aber unser mittelfristiges Ziel ist die dritte Bundesliga. Ich denke mal, wir müssen Schritt für Schritt planen natürlich, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall in der Regionalliga spielen und nächstes Jahr dann eine gute Rolle, auf jeden Fall auch in der Regionalliga und spätestens in 3-4 Jahren vielleicht in der dritten Liga anknüpfen. Beim KFC gehören langfristige Planungen seit Jahren zur Tagesordnung. Einziger Dorn im Auge ist das renovierungsbedürftige Stadion Grotenburg. Kein Vorzeigeobjekt für einen Verein, der bald schon im Profifußball mitspielen könnte. Auch deshalb gibt es bereits Planungen für ein neues Stadion. Ja, wir wollten ja gar nicht, dass es eigentlich in der Diskussion wird. Das ist erstmal eine grobe Planung und ersten Gespräche. Wir sind ganz weit weg. Um solche Projekte überhaupt durchzuziehen, bedarf es doch einer langjährigen Vorplanung. Und wenn wir natürlich aufsteigen in die Regionalliga, dann macht man sich dann natürlich schon Gedanken über ein Stadion, falls es mal die dritte Liga wird. Und ob die Grotenburg umgebaut wird oder ein neues Stadion, diese Diskussion werden wir natürlich hier führen. Aber im Moment alles zu verfrüht. Ja. Sollte das neue Stadion schon zur nächsten Saison gebaut werden, stünde dem Durchmarsch in den Profifußball nichts mehr im Wege. Leere Zuschauerränge und Kassen. Wir sprachen im ersten Magazin mit Wiedenbrück-Trainer Markus Reiter über die Problematik von Zweitvertretungen der Regionalliga. Patrick Ratzke und Jonas Niersmann haben sich ein solches Geisterspiel angeschaut.
Es wirkt wie ein Geisterspiel. 17. Spieltag der Regionalliga West. Freitag, 23. November, 14 Uhr. Die Zweitvertretung des MSV Duisburg empfängt die U23 des 1. FC Köln. 50 zahlende Zuschauer im Stadion Meiderich. Hinzu kommen ein paar Dauerkartenbesitzer, Betreuer und Familienangehörige der Spieler. Das Spiel ist nicht so schlecht, wie es das Wetter und die Anzahl der Fans vermuten lässt. In einer hart umkämpften Partie trennen sich die beiden Zweitvertretungen leistungsgerecht 1:1 unentschieden. Das große Problem? Die Zweitvertretungen locken kaum Zuschauer. Man geht immer zuerst ins Stadion, große dat und dat. Aber wo kommt das denn mit dem Stadion her? Kommt da von der Jugend her? Heißt, die Jugend auch unterstützen, dann kommt man im Stadion groß raus. Das ist ganz klar, man guckt sich die Talente mal wieder an. Man will ja auch schauen, wer dann mal später über ist für den Profibereich. Und das ist der Hauptgrund, warum man sich solche Spiele hat. Man geht ja auch zur A-Jugend hin, man geht zu der U15 hin, U17, die spielt ja morgen, da geht man genauso hin. Das ist normal. Von diesen treuen Fans gibt es leider nicht viele. Am 17. Spieltag eben nur 50. Ein ganz anderes Bild an der Hafenstraße in Essen. Bei den Heimspielen von Rot-Weiß sind es fast immer mehr als 8000 Zuschauer. Die Regionalliga muss aktuell beides leisten. Zuerst jungen Spielern aus den Zweitvertretungen die Möglichkeit bieten, sich zu entwickeln, was für die Profivereine ein wichtiger Baustein der Nachwuchsarbeit ist. Es ist nun mal unser Nachwuchs. Wo soll man Nachwuchs herbekommen für die Erste, wenn nicht hier? Und unsere Jungs, die brauchen Unterstützung. Mit Unterstützung wächst die Mannschaft. Das ist mein Statement. Andererseits fehlen kleinen Vereinen wie dem FC Krai oder dem SC Wiedenbrück die Zuschauereinnahmen der Gästefans. Reißt die U23 eines großen Vereins an, sind nur selten Zuschauer dabei. Die Kasse bleibt leer. Wenn Mannschaften wie Köln 2 oder Leverkusen 2 zu uns nach Rheda, Wiedenbrück kommen, dass die Zuschauereinnahmen natürlich nicht in den Himmel wachsen. Das ist ganz klar. Es ist aber auch schwierig zu lösen. Also Amateurmannschaften auf der einen Seite spielen sicherlich auch schön Fußball und der Fußballinteressierte wird sich eine solche Mannschaft dann auch gerne mal angucken kommen. Aber das sind dann halt nicht Tausende von Zuschauern. Am vergangenen Sonntag waren wir beim Heimspiel der Sport- und Spielvereinigung Fellbad gegen RWE und ließen die erste Saisonhälfte Revue passieren. Rot-Weiß Essen hat das letzte Spiel im Kalenderjahr 2012 mit 4:2 in Fellbad gewonnen. Ein kämpferisches Spiel war auf dem matschigen Geläuf vorprogrammiert. Dennoch gelang es den Gästen vor knapp 1.800 Zuschauern, das Spiel in den ersten 10 Minuten für sich zu entscheiden. Für den Verein ein guter Abschluss vor der Winterpause. RWE-Präsident Michael Welling fasst die Saison zusammen. Ja, von der Liga, also wir haben das, was wir vorher erwartet haben, drei Gruppen von Mannschaften, eben Mannschaften, die ganz klar unten spielen, Mannschaften, die im Mittelfeld sind und Mannschaften, die oben sind, im oberen Drittel sind. Es ist enger oben, als ich erwartet habe. Es ist vor allem schön, dass wir dabei sind. Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Wir haben dem Überfavoriten Viktoria Köln auf eigenem Platz nicht nur ein Beinchen gestellt, sondern eine Lektion erteilt. Das ist schön, das hat Spaß gemacht. Von daher ist es sportlich natürlich ein absolutes Highlight, macht Spaß, macht uns allen Spaß. Die Geburtsfehler bleiben natürlich. Es ist so, wir schauen uns das an. Wer sich hier bei uns in dieser Liga durchsetzt, der hat eine unglaubliche Saison gespielt am Ende des Jahres, am Ende der Saison. Und der muss dann noch in eine Relegation. Also dieser Geburtsfehler bleibt. Da werde ich auch einfach als Fußballer, als Fan, als Sportler weiterhin sagen, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Wenn man Meister wird, muss man aufsteigen. Das ist für mich ein Grundprinzip. Trotz der kleinen Geburtsfehler dieser Regionalligasaison wagt Michael Welling eine Prognose über den möglichen Meister und berichtet von den Tops und Flops der bisherigen Spielzeit. Also wir haben über Gebühr positiv überrascht, das ist so, da bin ich von überzeugt. Wir freuen uns über diesen Saisonverlauf. Wenn man sich sogar auch die Punkte anschaut, die wir abgegeben haben, dann war das immer sehr knapp. Also es gab kein Spiel, wo wir tatsächlich richtig einen auf die Fresse gekriegt haben. Das war im letzten Jahr noch anders. Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt, wir sind in der Breite einfach klar besser geworden. Wenn wir heute anschauen, wie wir gestartet sind, wen wir auf der Bank hatten. Ich glaube, alle Jungs, die heute auf der Bank waren, hätten im letzten Jahr tatsächlich noch in der Startelf gestanden. Und heute war ein Konstantin Sawin beispielsweise nicht da. Das freut mich. Und daher würde ich tatsächlich sagen, wir sind eine positive Überraschung. Die Kreier haben extremst gut angefangen. Es hat uns auch gefreut. Die haben jetzt leider hinten raus ein bisschen ihrer Anfangseuphorie Tribut zollen müssen. Aber man muss da eben auch die Welten sehen, die dazwischen sind. Siegen, sicherlich positive Überraschung.
als Mannschaft. Dass Lotte, Fortuna Köln, Viktoria vorne dabei sind, das war zu erwarten. Viktoria hätte ich deutlicher erwartet. Wenn ich heute mir das anschaue, würde ich eher sagen, Lotte oder Fortuna Köln werden Erster werden am Ende der Saison. Und bei Viktoria müssen wir einfach nur abwarten, wie viel Geld die wieder in die Hand nehmen, um das zu sagen. Damit kommen wir auch schon zum Ende der zweiten Ausgabe von Revier Sport Spezial. Wir wünschen euch allen besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Bleibt am Ball.